Tobias Reichling, der Erfinder der Lego-Schwein-Sparbüchse. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das war im Prinzip kommen die Ideen irgendwie über Nacht. Also man sitzt irgendwo, schaut in der Gegend rum, sieht irgendwas und denkt, ja, das muss man aus Lego nachbauen. Und Sparschweine hat irgendwie jedes Kind zu Hause. Und ich wollte irgendwas Kleines, Knuffiges bauen, was man auch noch praktisch verwenden kann. Also es sind exakt 483 Steine. Und das Sparschwein ist innen komplett hohl. Ist beim Aufbau noch recht instabil, aber wenn die Kugel mal geschlossen ist, ist es bombenfest. Man kann die Bauanleitung dafür kaufen. Und die hier stehen, sind tatsächlich die Schweine, die bei mir zu Hause im Wohnzimmer stehen. Eine Vitrine voller Schweine? Ja, ich habe diese schwarzen IKEA-Regale und da machen sich die bunten, farbigen Schweine unheimlich gut drauf. Das Interessante an der Bauweise ist, dass es im Prinzip ist es eine Kugel. Deshalb auch die Stabilität, weil es muss ja Geld reinpassen, viel Geld reinpassen. Und die Tücken beim Bauen war, ich wollte unheimlich darauf achten, dass es leicht nachbauchbar ist. Also wollte unheimlich viele normale Steine und Platten verwenden, die man eigentlich im normalen Lego-Handel kaufen kann. Und die Tücken waren dann insbesondere die Nasenlöcher, also die typische Steckdosennase vom Schwein hinzubekommen. Du hast ja noch ganz andere interessante Dinge. Zum Beispiel diese Cola-Büchse, die ein bisschen einem Lego-Mosaik entspricht. Aber nicht nur zweidimensional und flach, sondern dreidimensional. Also das war ja eine Diplomarbeit von mir, die Software zu entwickeln, mit der man Lego-Mosaike erstellen kann. Und nach ein paar Mosaiken wurde es halt irgendwann dann doch ein bisschen langweilig, immer nur in 2D zu bauen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was man als dreidimensionales Mosaik machen könnte. Und nach der letzten Lego-Veranstaltung in Dänemark, in Skærbæk, saßen wir halt alle zusammen im Legoland auf so einer Parkbank und wir hatten alle eine Cola-Dose in der Hand. Und da war die Idee geboren und ich war dann im Legoland direkt schon Steine einkaufen dafür. Wie lange hast du gebraucht, um dieses dreidimensionale Mosaik zu bauen? Also ich habe etwa ein Jahr gebaut, wobei man da sagen muss, ich war ein halbes Jahr lang, musste ich Pause machen wegen Job zwischendurch. Also ich würde mal sagen, circa 6 Monate. Ich habe in meiner Uni-Zeit damals das erste SUSE auf dem Laptop installiert, habe da unheimlich viel Ärger mit gehabt. Und da läuft einem ständig auf jeder Webseite, in jeder kleinen Applikation der Linux-Pinguin über den Weg. Und damals war die Zeit, wo ich mit Lego angefangen habe und ich habe gesagt, das wird mein erstes großes Modell werden. Und das habe ich dann umgesetzt. Und ich habe von zwei Holländern ein 3D-Modell, ein Computer-3D-Modell vom Tux im Netz gefunden. Habe dann ein paar Architekten zu Hilfe geholt, die mir das in CAD-Software in Scheiben geschnitten haben. Und so habe ich dann auf Papier den ersten Bauplan gezeichnet und der große Tux war mein wirklich erstes großes Lego-Modell. Wie viele Steine hast du da verbaut? Weißt du? Ich kann es nur schätzen, etwa 11.800 Steine. Ja, auch das, die gehören zu meinen ersten Modellen. Und zwar gab es ja von Lego eine Original Big Fig-Figur mal zu kaufen. Und die Bauanleitung davon wurde die Grundlage für den Astronauten, den Adlerritter und den Fluglotsen. Das waren so die drei Welten, aus denen die Sets aus meiner Kindheit stammen. Also so ein bisschen back to basics zurück. Und das wird dann irgendwann zu langweilig, nur die drei Figuren an sich zu haben. Die brauchten dann auch noch Zubehör, wie der Schraubenschlüssel oder die Kelle. Ja, und ein Adlerritter braucht natürlich ein Pferd. Und da habe ich das normale Lego-Pferd als Grundlage genommen und habe daraus dann mit großen DIN A0 geplotteten Bögen Brick Paper das Pferd entwickelt. Was sind denn so deine Zukunftsprojekte? Was sind Dinge, die bei dir im Kopf gerade schon irgendwie fertig gebaut sind, die du aber tatsächlich dann demnächst mal ausprobieren möchtest? Also das nächste Projekt werden auf jeden Fall zwei Mosaike sein, in der Seitenansicht verbaut, also die Steine aufeinander. Und zwar wird das was Privates sein für mich und meine Freundin ins Wohnzimmer. Und ansonsten, also langfristige Ideen habe ich eigentlich nie gehabt. Also das kommt, die Idee kommt und wird umgesetzt. Die Freundin baut mit? Die Freundin baut nicht mit. Also das Hobby ist akzeptiert, sie fährt auch mit zu den Veranstaltungen, hilft eventuell auch mal beim Steine sortieren, aber bauen möchte sie nicht.